Ich habe den besten Short im Commonwealth. Ja, zeig mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich hätte nämlich auch ganz viel Zeug dabei. Vielleicht können wir uns ja da einig werden. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 50er Kaliber. Schrotpatronen, die nehmen wir doch mal. Stimpack brauche ich nicht. Braucht die? Brauche ich die? Hundertneunzehn habe ich davon. Ich habe sie jetzt mal eingepackt. Keine Ahnung. Und dann verkaufe ich mal. Meine Waffen. Kampfflinten. Habe ich doch. Dreizehn Planken. Sturmgewehr. Superhammer. Oh, den hatte ich bisher, glaube ich, noch gar nicht, ne? Einen Vorschlag haben wir. Kann natürlich weg. Jetzt habe ich hier natürlich irgendwelche Megawaffen. Ob ich nicht weiß, das kann auf jeden Fall weg. Das kann achtmal, das kann weg. Das kann weg. Ladend Laser Scharfschützengewehr. Habe ich was Besseres, aber. Mit Zielfernrohr. Ja, okay, da haben wir das. Dann gucke ich mal hier. Habe ich denn hier alles? Das hier weiß ich nicht, was das ist. Ein Lendenschurz. Supermutantenhelm, Supermutantenharnisch. Das ist totaler Blödsinn. Schmutzigen Armeehelm. Wir nehmen jetzt natürlich hier mal das ganze Reuterleder, kann ich erstmal abgeben. Was war das jetzt am Schluss? Ist aber nichts dabei, was ich irgendwie. Nein. Rüstung des Einsatzgelehrten. Okay, das behalten wir mal. Hier, das kann weg. Das davon. Leichte Kleidung habe ich genug. Leichte Hunderüstung. Lederrüstung.
So. Haben wir dem ein bisschen was? Ja. Ich habe ein bisschen Munition und noch seine Kohle. Gut. Dann sehe ich, hat er hier einen Kochherd. Warte mal, Kochherd? Achso, kann ich nicht mehr raus. Hallo. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Was, Plünderer? Nur kein Plünderer. Ich muss hier mal raus. Komm. Lohnt sich doch nicht. Hexerei. Mal gucken, was es da so gibt. Hexerei ist ja hier ein bisschen out of place. Out of place ist ein bisschen näher, sagen wir mal, veraltet, aus der Mode gekommen. Natürlich. Die Krähen passend. Okay, wir gehen da mal rein und festgekettet. Und gehen da mal nicht rein. Was heißt festgekettet? Heißt das, ich kann das aufsprengen? Ich gucke erst mal, ob ich einen anderen Weg finde. Zugenagelt. Guck mal, da ist ein Weg. Liegen die denn hier alle nur in der Gegend? Das soll ich auch noch. Das war's schon. Ja, das höre ich mir mal an. Verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Kommt da noch was? Wer zum Teufel ist da? Du bewunderst meine Sammlung? Ich fürchte, sie ist noch nicht vollständig. Aber bald. Bleib weg von mir, du Irrer! Ja, genau so. Behalt diesen Gesichtsausdruck. Was ist das? Danke, Killer. Alles klar. Dieser Pinkman ist wirklich ein bisschen irre. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und, hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major, was hat uns gefunden?
Was? Ich werde mich natürlich jetzt... Da passt ja natürlich die Musik dazu. Ich werde mich jetzt ins Museum begeben. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Ja, das war nur nochmal ein Test. Ich dachte, vielleicht hätte ich ja jetzt einen Kettenschlüssel. Nein. Ich gehe also mal hier rein. Und direkt durch den Keller. So, wir speichern mal. Ich müsste jetzt hier nicht rein, ne? Oder auch doch, ich ist nicht... Doch, erkunde das Museum, alles klar. Mhm. Alter. What the fuck? Ich weiß nicht, ob... ob ich jetzt vielleicht doch eine andere Waffe nehmen sollte. Wow, wenn ich hier ausmache, ist sehr dunkel. What the fuck? Das ist vermutlich wieder so eine Todeskralle. Kann das sein? Kam da zumindest noch eine Nuke-Cola raus. Eine Nuke-Cola, genau. Eine Nuka-Cola. Alter. Wir checken was mal ganz in Ruhe unten alles. Hör mal auf, ey. Ja, die liegen hier alle doof rum, die Gunner. Naja, müssen wir uns wenigstens nur mit einem Monster rumquälen und nicht mit 10 Gunnern. Hat auch was für sich. Wie schön. Total. Okay, wir müssen wo lang? Ach guck mal, hier war das. Den habe ich doch gesucht. Ich muss da hoch. Da hoch komme ich, wenn ich hier so lang. Achso, mein Ding ist gleich alle. Oh oh. Hallo? Wer zum Geier ist da? Oh. Schock mich mal. Schock mich mal, Telefon. So.
Cool. Da speichere ich doch direkt meine Nummer. Man war doch klar, wilde Todesqualle. War doch so klar. Blöd ist. Echt. Ja, hau doch mal ab, ey. Ja, ja, du hast Mundgeruch. Aber sowas. Nein, der haut mich jetzt am Ende noch kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Will ich nicht. Geh weg. Wo ist mein Stimpack? War aber irgendwie klar, ne? Dass das ein Todesqualle ist. Ach, der hat auch noch Eier gelegt, die Sau. Das heißt, hier laufen noch ganz viele kleine Todeskrallen rum, oder was? Wir hören uns jetzt noch das Sergeant-Lied. Ein Nest voller Todeskralleneier. Ein Dutzend, vielleicht auch mehr. Kaputtgeschlagen. Außer dem hier. Kein Wunder, dass sie uns nicht sagen wollten, was in der Kiste ist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Bossen der Gunner und diesem aufgemotzten Schnapsschrank Wellingham gesagt, dass sie sich ihre Diamond City Kronkorken in den Arsch stecken können. Schätze, jetzt wissen wir, warum uns diese Todeskralle den ganzen Weg von Linwoods hierher verfolgt hat. Wir haben ihre verdammten Jungen geklaut. Oh Gott, wenn wir... Vielleicht können wir die Eier zurückgeben. Weiß nicht. Bis jetzt habe ich es unterbrochen. Ich dachte, wir würden weiter. Oh, hey Mama. Suchst du das hier? Hey Mama, suchst du das hier? Wo? Abgeschlossen. Sehr schön, das freut mich doch.
irgendwie technischen Dokumente, dann brauchen wir Combat Zone. Soweit. Ach, da auch nicht entdeckt. Kann ich da einfach hinreisen? Ich weiß zwar nicht warum. Das jetzt tue. Ich könnte ja einfach hier runterspringen mit meiner Power-Rüstung, ne? Theoretisch ginge das ja. Heißt für mich, ich muss hier rein. Also das hier ist wohl schon mal der älteste. Hier steht er, verdammt. Ja, Ältester. Gut, dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem sitzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Oh ja. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Yeah. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Na klar. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Steig in den Vertibird. Das würde ich natürlich nicht tun, denn ich möchte erstmal es kann so einfach sein. Ich suche den überall und dann hängt der hier am letzten Zipfel von dem ganzen, von dem Boot. Passt auf, wohin du hier trittst. Hier geht es tief nach unten. Ja, und ich habe eine Rüstung an. Lass mich da in Ruhe. So, wo finde ich jetzt diese Dokumente? Die soll ich aber auch hier finden, ne? Da gucke ich noch mal kurz. Die Synths, die wie Menschen aussehen, sind die schlimmsten. Die Dokumente, bin ich da richtig? Ah, theoretisch schon. Integrität der Aufbauten grün. Rumpfpanzerung stabil. Ihr solltet nicht so viel trinken, ich nehme euch das mal weg. Durchgehend grünes Licht. Ja. Andocksysteme und Fusionskühlmittel zuvor. Der Vertibirds melden grün. Erkundungsbericht.
Aufzeichnung durch Ritter Wagner. Offenbar war die Information inkorrekt, dass sich in den alten CIT-Ruinen ein Eingang zum Institut befindet. Meine Kundschafter und ich haben die Umgebung tagelang nach einem Weg durchkämmt. Oh shit. Doch das einzige Ergebnis waren ein paar kleinere Verluste, als ein Kontingent Zünds uns in einem alten Tunnel in die Enge trieb. Meine unmittelbare Empfehlung wäre, die Spur zu der Person zurückzuverfolgen, von der diese Information stammt. Ich nehme an, dass ein Ödländer Proctor Quinlan Lügen verkauft, um an ein paar Kronkorken zu kommen. Mist. Also das ist schon mal falsch hier. Ach, scheiße. Ach so, nee, ich wollte ja... Ach. Das ist natürlich nicht falsch. Ich muss ja den Gunner... Ich muss mir ja den Gunner schnappen. Die Flöten, die haben überhaupt keine Ahnung. Wie der Hase läuft. Und der Hase läuft schnell. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle anzulegen? Ja, 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 ich möchte jetzt noch eben die Dokumente. Nimmt ganz schnell ein böses Ende. Wo finde ich denn die Dokumente? Hier? In einem Terminal? Nee. Wird mir auch nichts angezeigt. Persönliche Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss meine Proctor Quinlan sehen. Das ist viel leiser. Die Maulwurfsratten? Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Klar, immer. Ich hoffe, es mit euch kriegen kann, liebe Freunde. Was? Hallo, Dean Dance. Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Welche Mission? Bereit. Verstanden. Keine Angst, Junge. Ich sorge dafür, dass dieser Soldat lebend nach Hause kommt. Was? Nein! Tab abbrechen. Ach, warum? Ich sollte hier wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Verdammte Kacke. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Schwester. Kannst du Kel sagen, dass er das verdammte Schiff gerade halten soll, wenn ich ihm etwas reparieren soll? Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Proctor Ingram. Hat gerade ein paar Mods für Powerrüstungen an Tegan weitergegeben. Solltest du dir mal ansehen. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenen Saal. Sei gegrüßt, Ritter. Ich nicht alles gebrauchen kann. Dieses Gestell macht mich wahnsinnig.
Mich juckt es an drei Stellen, an die ich nicht mal ran. Ich weiß nicht. Irgendwie mag mir Gelehrte Neraya ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr. So, jetzt aber Modell C. Dankeschön. Und was haben wir sonst noch so? Nix. Die Helmlampe war schon nicht schlecht. Das Ding ist völlig im Sack hier. Kann ich das nicht? Auf Befehl von Ältester Maxen wird sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Wird eingesammelt? Aufgepasst. Was willst du? Was willst du? Was willst du denn? Willst du irgendwo Streit anfangen? Ich helfe dir, ihn zu beenden. Ah ja. Zeig mal. Ich schau mir das gerne doch. Zeig doch mal Fusionskerne, Fusionszellen. Fusionszellen nehme ich immer. Gatling Laser. Alter Falter. Ein Kern? Ein Kern? Oh! Kommando-Brustteil. Ist das gut oder ist das gut? Es sieht zumindest gut aus. Kommando-Helm. Oh! Kommando-Helm nehme ich. Kommando-Brustteil nehme ich auch. Jetzt wird es aber interessant hier. Alter. Was ist das denn? Dreifachlauf. Junge, 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 jetzt geht's aber los hier. Aha. Okay. Oh, guck mal, hier ein Power-Rüstungsgestell kann ich mir auch einfach. Na, das brauche ich aber nicht. Was ist das hier? Mods? Aha. Die nehmen wir auch noch mit. Okay. Da habe ich ja jetzt ein paar tolle Sachen. Und
Die muss ich natürlich irgendwie den Fatman hier. Kann ich verkaufen. Kampfgewehr. Ich hab da irgendwie ja 50er Jagdgewehr. Lasergewehr, Laserpistole. Molotow-Cocktails habe ich auch wieder sehr viele. Plasmagranate, Raketenwerfer, Schlagring. Also eine olle Splittermine, das Sturmgewehr behalte ich natürlich, den Superhammer behalte ich. So, Berserker-Schlagring. Ist nicht mal was wert, aber ich behalte ihn einfach, weil es ist ein legendärer Gegenstand und ja. Sammle ich einfach mal. So, die Dinger haben hier auch einen gewissen Wert. Was habe ich denn hier oben? 16er. Ein 45er, das ist blöd. Das ist ein Präzisionsimpro irgendwas. Das ist auch doof. Und hier, das ist auch doof. Und ich habe noch ein 38er mit 19. Ist ja an sich schon mal ganz nett. Ein weiteres Scharfschützengewehr mit 55 irgendwas und Zelle 44. Da habe ich aber hier. Kompensiert, beschleunigt, irgendwas. Meine Herren, das hört aber auch nicht auf. Laden, Laser, irgendwas. 45er Pumpgun Action oder was ist das hier? Kampfgewehr mit 45er Munition. Ein Jagdgewehr mit 380er. Es wird immer kurioser, ne? Es wird wirklich immer kurioser. Nochmal Zelle. Nochmal 38er. Schallgedämpft modifiziertes 10mm Geschoss. Taktisch schweres Kampfgewehr mit 45er. Also da habe ich ja jetzt wieder ein bisschen was aussortiert. Dann schauen wir mal hier. Armeeuniform. Brille mit Gestell. Jeans im Flanellhemd. Gammler-Outfit. Gelber Pilotenhelm, der kann ja jetzt auch weg. Das kann auch weg. Kann alles weg. Uhrzeug. 15 Mal. Meine Güte. Hundehalsband habe ich schon. Hunderüstung. Hat das Hundi um.
Käfigrüstung mit Helm. Ich habe keine Ahnung. Leichte Hunderüstung. Sekunde mal. Die möchte ich wieder zurückhaben. Der hat eine leichte Hunderüstung. Okay. Dann behalte ich die Hunderüstung. Asbest gefüttert und lackiert die Metallrüstung. Boah, die ist schon um einiges besser. 24. Nee, dann tue ich die wieder zurück. Dann tue ich die wieder zurück. Dann habe ich immerhin den Kommandohelm. So. Okay. Machen wir das mal. Ja. So. Den Abschaum des Commonwealths zu verschonen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Kommandohelm. Und ich habe jetzt was für einen Helm zurzeit? Hier, diesen komischen Helm. Legiert. Metallrüstung, Helm. Und da habe ich einen Kommandohelm. Tödlich, End.